Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Video von den Philippinen. Ich hatte ja in den letzten paar Wochen oder man kann schon sagen Monate fast jeden Tag ein Short-Video gepostet über den Fortschritt unserer Baustelle hier auf den Philippinen. Und einige Leute hatten natürlich auch gefragt, was es denn wohl kostet, so ein Haus auf den Philippinen zu bauen. Ich kann euch sagen, es ist um einiges billiger wie in Deutschland und vor allen Dingen gibt es nicht ganz so viele Vorschriften dafür. Die Baugenehmigung vom Tag der Beantragung bis zur Ausstellung hat ungefähr eine Woche gedauert. Ich denke, das ist in Deutschland undenkbar. Und ja, einiges, es ging eigentlich unheimlich schnell hier. Wir haben jetzt 45 Bautage, also Arbeitstage, reine Arbeitstage, die die Arbeiter hier an dem Haus gebaut haben. Und das Einzige, was noch fehlt, ist das Dach. Da müssen die Wände verputzt werden und dann geht's los mit Fliesen, Decke und Inneneinrichtung. Und wir sind bis Ende März hier. Wenn wir viel, viel Glück haben, werden wir schaffen, vielleicht noch die ein oder andere Nacht hier drin zu schlafen. Nichtsdestotrotz, einige von euch hatten gefragt, was es denn kostet, so ein Haus zu bauen hier. Und ich kann euch sagen, es gibt also mindestens zwei verschiedene Möglichkeiten, so ein Haus zu bauen. Die eine ist, dass man, wenn man das Grundstück mal vorausgesetzt, dass das schon da ist, dass man sich alle Materialien selber kauft. Es gibt einen Architekt, der macht einem dann eine Bauzeichnung. Da muss man selber ausrechnen, wie viel Steine und Zement und was weiß ich nicht, alles man braucht. Und man besorgt sich all dieses Material selber. Dann sucht man sich ein paar Arbeiter, also Carpenter nennen sie die hier, Zimmerleute, aber das sind keine wirklichen Zimmerleute, die machen halt alles, die Mauern, decken das Dach, Elektrik, Badezimmer, machen die alles auf einmal. Ja, und mit denen baut man das Haus dann selber. Man führt also selber die Aufsicht, man besorgt sich selber das Material, man hat aber auch viel Stress dabei. Wie gesagt, diese Methode ist ein bisschen billiger. Wir haben uns für die etwas teurere Methode entschieden und haben uns so ein Ingenieurbüro gesucht. Das ist natürlich wieder ein ehemaliger Nachbar hier von uns, den meine Frau kennt. Das ging ganz, ja, wie in Deutschland auch. Da wurde ein Angebot gemacht, da waren alle Materialien, die gebraucht werden, waren gelistet. Das Haus ist 8x8 Meter groß mit einer 2x4 Meter großen Terrasse. Das sind insgesamt 72 Quadratmeter umbauter Raum. Und man kann ungefähr rechnen, grob gerechnet, 25.000 Pesos pro Quadratmeter umbautem Raum. Damit kommen wir bei diesem Haus hier auf 1,5 Millionen Pesos. Das entspricht ungefähr 30.000 Euro oder Dollar, wie man es will. Die sind ja fast identisch. Wir sind ein kleines bisschen davon abgewichen. Wir haben erst ein paar Sachen reduziert. Wir haben gesagt, wir wollen uns die Fliesen selber kaufen. Und dann haben wir noch das Badezimmer, die Einrichtung, dass wir uns die selber kaufen. Das musste dann von diesen 1,5 Millionen wieder abgezogen werden. Dafür gab es ein paar Extras, wo wir dann noch wieder Geld draufgelegt haben. Im Großen und Ganzen kommt es aber raus mit 1,5 oder 1,6 Millionen Pesos. Wie gesagt, 25.000 Pesos pro Quadratmeter umbautem Raum, kann man rechnen. Es geht natürlich billiger. Ich bin gestern erst, war ich auf Panglao unten, wo es zum Alona Beach dann geht. Da bin ich an der Stelle vorbeigekommen, das war wie in Thailand, verkaufen sie da fertige Bambushäuser. Das sind so kleine Häuser, ja eher für Touristen gedacht, so Strandbungalows. Aber immerhin, es wäre ein Haus mit einem Zimmer, geht auch ein bisschen größer mit zwei Zimmern. Die kleine Version kostet da also um die 30.000 Pesos, das sind nur rund 500 Euro und eine größere Version, da wären wir dann bei 1.000 Euro, da hat man dann zwei kleine Zimmer und man muss sich immer noch dann ein Badezimmer dazu bauen, weil das ist nicht dabei. Also das wäre so die absolut billigste Methode, ein Haus zu bauen hier unten. Wenn man natürlich auch ein kleines Haus baut, wie gesagt, hier diese 25.000, von denen ich hier rede, pro Quadratmeter, das ist alles inklusive alles. Da ist die Arbeit dabei, das Material, der Beton, die Hohlblocksteine hier, selbst die Badezimmereinrichtung ist dann normalerweise dabei. Ich hatte nur eben gesagt, dass wir uns die selber kaufen werden. Die Kücheneinrichtung und natürlich auch das Dach. Wir haben hier ein sehr stabiles Dachgestell. Das habe ich schon ganz anders gesehen hier auf den Philippinen, wo man dann wirklich nur Blechträger verwendet hat, die man ja vielleicht im Zimmer hier jetzt für Trockenbau verwenden kann, mit Regipsplatten oder so. Da haben die ganze Dächer mitgedeckt und mussten dann entsprechend viele Verstrebungen da drauf machen. Das ist hier bei uns nicht so. Wir haben hier nur vier Trapeze, also Hauptträger,
auf dem Dach und dann noch auf jeder Seite 7 Längsstreben, die die Träger da, Trapezträger in der Mitte miteinander verbinden. Wie gesagt, das sind so ein paar Sachen, die dieses Haus teurer machen wie eine normale Philippinen-Baustelle. Wenn man jetzt so, wie man es aus Thailand kennt, so Unit-Baustellen macht, also so, das sieht dann aus wie Garagen, die nebeneinander gestellt werden. Fenster nur nach vorne und hinten oder an den Seiten bei den beiden äußeren. Das ist so die billigste Bauweise, wie ich sie auch aus Thailand kenne. Das sind im Prinzip nur 4 Wände und ein flaches Dach obendrauf. Da wird nicht groß Federlesen gemacht. In Thailand sagt man 5000 Baht pro Quadratmeter. Hier auf den Philippinen würde ich sagen 10.000 bis 15.000 Peso pro Quadratmeter von dem Raum. Das würde so, wenn man, ja, wenn man sich dann halt ein kleines Haus baut, ja, dann wird es natürlich auch nicht so teuer. Auch diese 10.000 bis 15.000, wo ich gerade sagte, das ist auch inklusive aller Materialien dann schon. Das ist also, wenn man sich so ein Ingenieurbüro holt, die alles von der Zeichnung bis zum letzten Stein für einen erledigen. Man muss natürlich gucken, wo man das macht, dass man auch nicht zu viel anzahlt, nicht alles im Voraus bezahlen. Sonst besteht die Gefahr natürlich, dass der abhaut mit der Kohle und steht immer noch kein Haus da. Wir haben das aufgeteilt, wir mussten auch eine Anzahlung leisten, etwa 400.000 Pesos. Und dann gibt es 3 weitere Zahlungen, jeweils immer so 25 bis 30%, je nachdem, wie weit der Bau fortgeschritten ist. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, 10.000 bis 15.000 für ein kleines Haus, wenn man da nur so 35 Quadratmeter oder so baut, inklusive kleiner Küche hinten drin, Badezimmer, dann kommt man recht günstig hin. Also mit 15.000, das sind 250 Euro pro Quadratmeter. Das ist schon recht günstig. Ein richtiges Haus allerdings, ja, da wird es halt ein bisschen teurer. Ich hoffe, ich konnte euch hier mit dem Video ein paar gute Informationen geben zum Hausbau auf den Philippinen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Zusehen. Bitte lasst ein Like da, wenn euch das gefallen hat, und ein Abo. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Video von den Philippinen.